Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in Oxygen Not Included, Folge Nummer 5. Und wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen hier die Forschungsstation machen. Wir wollen hier noch weiter die Farm ausbauen. Die Kantinentische müssen noch fertig werden. Mordrak, 18 Minuten und 15 Sekunden hat Ellie hier den Pumpvorgang beendet in der letzten Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob du das meintest oder aber ob du das meinst. Da sind sie natürlich noch am Bauen dran, dass das Wasser weggelassen werden kann. Aber Frischwasser war es ja. Und das hat sie um 18:15 im letzten Video geholt. Gut, das haben wir dann auch. Kompost muss noch fertig werden. Da können wir hier noch abbauen. Und ja, das haben wir eigentlich schon wieder reichlich für die Folge sowieso zu tun, denke ich mal. Das oben müssen wir nochmal mit Strom machen. Aber naja, wir lassen mal laufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Ciao. Ja, wir legen mal los. WASD brauchen wir hier. Die Tische sind dran, die werden gemacht. Wir können hier mal gerade graben, dass das da noch wegkommt. So, da wird auch schon weitergearbeitet. Das ist auch gut so. Jetzt lassen wir gerade überlegen, wie viel waren das hier? Wir brauchen 7 mit dem Licht eigentlich, ne? Das sind 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 wären hier. Okay, dann kommen 2 da. Okay, das passt sowieso nicht so ganz. Also, welche Farmen haben wir denn schon gebaut? Ja, Nahrung war es, ne? Diese haben wir. Eigentlich sollten wir gucken, dass wir die bewässerten. Ach, wir haben gar keine Forschung. Die müssen wir noch machen. Dann machen wir erstmal die Forschung weiter. Kühlschrank sprachen wir vorhin. Haben wir den schon geforscht? Nee, da fehlt uns die zweite Station. Das war unser Problem. Wir müssten aber weiter mit den anderen Sachen gucken, ne? Ob das jetzt der Kühlschrank sinnig ist, zuerst zu haben. Dafür brauchen wir die zweite Forschungsstation auf jeden Fall. Und die gibt's hier. Das heißt, wir machen erstmal den. Oder wir können auch gleich so machen, ne? Dann haben wir zwei Forschungen nacheinander. Läuft erstmal. Gut, wie sieht's mit Sauerstoff aus? Ja, da unten ist jetzt noch nicht ganz so dolle, aber da sind wir guten Weg dran. Ne? Das sollten wir auch noch hinkriegen. Da müssen wir auch in Zukunft die Ziegel machen. Strom ist alles easy going, ist klar. Temperatur sind wir noch im richtigen Bereich. Ja, da wird schon weiter nach unten gegraben. Material, Licht haben wir sowieso kaum. Ist gar nicht. Wasser ist noch nichts. Lüftungsrohre haben wir auch noch nicht. Das ist Deko. Ja, da müssen wir einiges tun, ne? Aufräumen vor allem. Ja, da müsste auch desinfiziert werden. Da sind sie aber wahrscheinlich dran. Wirtschaftsoverlay. Haben wir da noch was? Können wir das abernten oder können wir das nicht abernten? Können wir abernten eigentlich. Hier ist auch noch ein bisschen Oxylit. Gut, mit dem Wasser ist klar. Wir könnten natürlich die Leiter hier weiter rüber machen. Dann braucht ja niemand ins Wasser steigen, ne? Wäre vielleicht von Vorteilen, oder? Dann kriegen die keine nassen Füße. Wenn die keine nassen Füße kriegen, werden sie nicht krank. Forschung läuft noch. Sie ist happy. Hier muss das Toilette gereinigt werden. Und dann muss hier noch Prio hoch, damit das Wasser entsorgt werden kann auf Dauer, oder? So. Sollte dann funktionieren, denke ich, oder? Gut, was machen sie? Pause, essen und... Wo ist denn Nummer 4? Minze. Achso, erforscht, Stinky. Alles klar. Achso, das war die Mütze. Okay, ich war gerade überlegen, was liegt denn da? So, aufräumen. Machen wir ruhig nochmal so. 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 Und so. Geht alles auf 5 gerade, sehe ich, ne? Naja, jetzt ist es so. Alles egal. Die sollen jetzt endlich was tun. Hier wird jetzt unten natürlich da weiter. Ah, Stinky ist schon durch. Stinky ist schon durch. Was macht Stinky? Luft holen oder was? Also er hat Erde geholt oder sowas, damit das gebaut werden kann. Alles klar. Läuft, ne? So, Treppe wird weitergebaut. Passt. Hier unten sind wir bis dahin. Ach, dadurch, dass wir bis da unten gegraben haben, ist das Wasser runtergegangen. Alles klar. Okay, nicht schlimm, passt schon.
Ich glaube, die Pumpe müsste eine Etage tiefer, damit wir dann passend das Wasser kriegen, ne? Er kriegt keine Luft, Sinki, oder wie sehe ich das? Ne, jetzt geht er wahrscheinlich schlafen oder sowas oder auf Toilette. Er geht auf Toilette. Die zweite Toilette ist besetzt. Ist durchgelaufen, okay. Einer muss sauber machen, ne? Okay. Kann man da schon durchgehen? Ich glaube noch nicht, oder? Forschung ist abgeschlossen, sehr gut. Das heißt, der Wasserspender ist fertig. Den... nee, Nahrung. Nee. Das ist eine Station. Nee. Wo ist denn das Ding? Ja, will ich denn jetzt ein... Ach so. Nee. Hä? Wo ist denn jetzt der Wasserspender hin? Oder ist Forschung zu Ende? Forschungsstation. Okay, sehr krass. Nee, die ist ja die andere. Hä? Jetzt nochmal gerade gucken. Ach, die ist noch gar nicht fertig. Das stand von letztem Mal. Das. Alles klar. Okay. Gut gemacht, ne? Gut. Da gibt es was zu essen. Das läuft soweit eigentlich, oder? Das Ding geforscht schon wieder. Hier unten ist auch fertig. Das wird gerade gereinigt. Das kann dann auch entsorgt werden. Haben wir hier ausgewählt, welche Flüssigkeiten? Nein. Wasser. Wir haben noch kein schmutziges Wasser. Okay. Das kommt erst, wenn sie da gleich fertig ist, denke ich mal. Aber die braucht verdammt lange dafür. Aber das ist dann halt so. Was willst du machen? Ellie forscht jetzt, weil Stinky schläft. Auch gut, ne? Kenzie macht sauber und braucht ewig. Ben macht gerade da oben weiter. Die hat Kohle, okay. Boah, wie lange dauert das denn, ey? So, jetzt hat es aber Wasser. Schmutziges, oder? Nee. Ich war von überzeugt, dass man da schmutziges Wasser kriegt. Nur verschmutzte Erde. Okay. Dafür brauchen wir den Kompost. Den machen wir schneller fertig, sonst haben wir so schlechte Luft dran, ne? Da müssen wir natürlich auch den Boden unter dem Kompost schneller machen. Machen wir das doch mal so, oder? Gut, Essen ist fertig. 5 Tische haben wir. 4 brauchen wir nur. Läuft. Forst wieder jetzt von Rennen sogar. Auch sehr interessant. Haben wir Prioritäten bei Lindsay gestellt? Nein. Doktorfähigkeiten machen wir mal hoch. Obwohl wir die jetzt nicht gerade brauchen. Sonst ist jetzt gerade bei ihr nicht so viel angesagt. Kochen. Was hatte sie denn noch? Kochkunst, Medizin. Wissenschaft minus 3. Nee, die hat sonst nichts. Und Rennen ist unser Koch, ne? Ja, der hat 9 da. Naja, dann lass das so. Der Doktor bleibt so. Der Kompost müsste jetzt fertig werden dann. Wir dann auch aufräumen können, ne? Gut. Sieht ja erstmal nicht schlecht aus, ne? Hier kommt dann das schmutzige Wasser rein. Das ist zwei tief, ne? Ja. Könnten wir mal hier noch ein bisschen mehr graben, oder? Kein Sauerstoff, ist okay. Wie machen wir das jetzt mit dem Essen hier weiter? Strom, nee, Nahrung, Acker. Sollte man die einfach hier so anschließend machen? Ich mach das mal so. Graben wir ein bisschen. Machen wir erstmal so. Und da oben müssen wir eine Decke machen.
passt das schon mal, oder? Kompost wird gemacht. Aber der hier, der muss ja noch dringend weg. Die verschmutzte Erde. Ja, passt soweit aber. Die wurde aufgenommen, dann kriegen wir auch nicht so schmutzige Luft, oder? Hoffe ich. So, jetzt haben wir den Wasserspender, der unter Möbel läuft. Und den stellen wir mal da hin. Und dann kommt ja auch schon gleich die zweite Forschung hinterher. Okay, einer desinfiziert, der andere dreht um. Geil, oder? Passt. So, Kompost wird umgedreht, dann gibt es auch wieder Erde. Mauer machen wir. Hier mal hin, das machen wir. Ah, super, hat gut geklappt, ne? Abbruch für die zwei. Alles ist gut. Und dann graben wir mal. Hier. Weg. Und noch mehr desinfiziert? Krass. So, da wurden Algen aufgenommen. Prioritäten machen wir mal auf 6 hier, diese zwei, damit das mit dem Wasser auch besser klappt, oder? Gut, hier ist ja schon mal was gemacht worden, ne? Ist auch nicht schlecht. Okay. Also kein Sauerstoff, muss wieder hochgehen. Schmutziges Wasser haben wir zurzeit noch nicht. Ich dachte, er hat Trockentrenntoilette ist das dann wahrscheinlich, ne? Da ist es nichts mit, ja? So, das war da ist aber Stereo. So, jetzt passt es mit dem Wasser. Schmutzwurzel geholt, ja. Forschung läuft auch noch. Gucken wir gerade rein, danach. Künstliche Freunde, Sweepdog. Okay, der speichert Flüssigkeiten und feste Materialien. Okay. Naja, da ist das so. Wir haben 4 Betten, das ist noch gut. Wird was zu essen geholt oder gebracht? Wird geholt. Die essen, ne, oder? Ne, da wurde jetzt was reingebracht, aber jetzt ist Forschung hatten wir abgeschlossen, das hatten wir schon letztes Mal. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Kann eigentlich nicht sein, oder? So, er ist erstmal eine Energieregel oder was war das? Angenehm geplaudert. Werden sich die Hände gewaschen. Da ist wieder der Dreck, die Erde liegen geblieben, ne? Da wird eine Schmutzwurzel geholt. Hier, Essen ist noch ein bisschen schwach. Aber hier geht's auch nicht voran, ne? Das müsste noch schneller gehen. Schmutziges Wasser haben wir noch nicht, ne? Oder? Ja, ich glaube nicht. Ist ja auch hier immer mit dem schmutzigen Wasser so eine Gefahr hier, wenn man das so baut, ne? Wenn einer was reinmacht, dann ist das Wasser versaut. Jetzt sollten wir das mal umändern. Naja, lass mal. Hier ist unser Kohlelieferant, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwann... Dünger ist das, okay. Ah, da hat er Kohle gerade gemacht, habt ihr gesehen? Da. 71,5 Kilo, nicht schlecht, ne? So. Wie weit ist denn die Forschung? Ah, die Hälfte ungefähr. Das reicht aber noch nicht. Es sind noch viele Baustellen, die hier gemacht werden können.
mache mal die Prio hier mit dem Aufräumen an gewissen Stellen höher. Also hier möchte ich schon, dass das mal weg ist, ey. Das war gar nicht aufräumen hier, ne? Die Prio vom Aufräumen hätte ich gerne geändert und nicht die Prio hiervon. Ach, Mann. Gut, dann kommt die Prio nochmal auf 5 hier. Und hier die Prio auf 7. So, jetzt passt's. So, hier am Bett muss weg, definitiv. Muss schicker werden. Hier wird die Wand auch gebaut. Wie sieht's denn aus mit Deko? Es ist da noch nicht schön. Sowieso noch nicht schön, aber naja. Wir müssen dann sowieso das hier so machen und dann da so machen. Hm. Ja, passt erstmal, oder? Die Leiter da noch weg. Nicht weg, verlängert. Dann können sie da auch hocharbeiten, dann, ne? Ach ja, was hatten wir denn noch sonst so? Essen haben wir gekümmert schon, das machen wir. Wir haben uns um die Farm gekümmert, der Kompost läuft. Forschung 2, da müssen wir erstmal noch mit der Forschung hin. Hauptschacht hatte ich gesagt. Ja, den Hauptschacht wollen wir eigentlich mal hier irgendwo runterbauen, wenn, ne? Ja, hier ist auch Wasser. Ja, da müssen wir mal gucken, wie man das macht mit dem Wasser. Eigentlich müsste man sich hier durchwühlen, ne? Und das alles so rüberholen. Das ist auch dann tiefer, wenn, ne? Dann müsste man hier zumachen. Und den letzten können wir noch abbrechen. Das brauchen wir nicht machen hier. Und dann würde das bedeuten, dass wir hier einfach weiter graben. Und das ist Dünger und ich glaube, dass der Dünger geht dann von alleine weg. Oder wie war das? Müssen wir mal beobachten dann. Dafür müssen wir jetzt aber hier die Leiter dann so noch weitermachen. Aber naja, wir müssen das Wasser auch erstmal aufbrauchen, wenn, ne? Gut. Was hatten wir noch? Komposthauptschacht hatte ich gezählt mit dem Hauptschacht. Den müssen wir mal irgendwie am Rande der Kolonie dann machen, sozusagen eigentlich, ne? Hier, Ellie holt gerade wieder Wasser, oder? Ne, Sandstein war es für die Treppe, die wir da hinbauen. Machen wir mal so. Gut. Forschung. 11 von 20. Kein Strom. Wer tritt? Keiner. Keiner hat Lust zu treten. Ellie hat hier unten was gemacht. Ja, die sollen da nicht ins Wasser laufen eigentlich, oder? Wäre besser. Stinky ist am Schlafen und die anderen räumen gerade auf, weil wir da den Hauptbefehl gegeben haben, ne? So, die Prio ist so niedrig, dann mach die doch da mal höher. Ach, guck mal, hier oben wurde schon gebuddelt. Ja, da an einem Bett ist noch ein bisschen dreckig. Aber die Deko ist da schon ein bisschen besser geworden. Nicht wirklich gut, aber besser. Oh, jetzt ist was voll. Jetzt müssen wir den mal fertig machen hier. Lagerwelt, da kommt alles rein, bis auf Samen und Tier ein. Jetzt bauen sie hier sogar, oder wie sehe ich das? Naja, wenn sie bauen, ist gut. Das, Leistung übertragen wir gleich dahin. Und dann passt das schon. Können sie weiter aufräumen, eigentlich. Aufräumen ist ja auch so ein wichtiges Kapitel, ne? Damit die Deko passt. Ach, guck mal, der Wasserspender kommt dann, dann sind sie auch glücklicher gleich. Da kommt jetzt gleich noch was. Zurzeit haben wir nichts. Warten wir es mal ab, was da reinkommt noch. Und dann machen wir die Folge auch zu Ende, ne, oder?
Ja, ein, zwei Minuten, nur anderthalb Minuten noch. Sauerstoffproduktion, ist das wirklich so schlecht? Na, so schlecht ist es auch nicht, ne? Ist ja noch alles blau. Die können auch vernünftig schlafen. Ja, ein bisschen CO2 ist das schon. Wir müssten die Dinger vorbeikriegen, die Steine dafür. Oder wir setzen noch irgendwo einen Algenterror, aber eigentlich reicht das damit. Na, guck mal, da oben wurde jetzt schon gebaut. Die Leiter ist schon sehr wichtig, oder wie sehe ich das? Ah, hier ist fertig gemacht worden. Sehr gut, aber da muss jetzt hier der Drucker kommen, oder? Eine Minute noch. Die gucken wir uns noch an, die Geschichte. Weiß zwar nicht, was wir da hinbauen, aber wir machen das erstmal, ne? Okay, da kommt die Leiter hin. Die Pumpe müssen wir eins tiefer setzen, auf jeden Fall nachher. Gut. Drucker, wie weit bist du? 15 Sekunden noch. Ellie kriegt hier keine Luft. Kompost wird umgesetzt, ist klar. Eins, go. So, dann schauen wir nochmal rein. 100 Kilogramm Oxylit. Die Sauerstoffrate erhöht sich, wenn Oxylit ausgegraben wird, aber es verliert auch schneller an Masse. Ja, ist ausgegraben dann, ne? Aber ich würde das jetzt einfach mal nehmen wollen, ne? Oder wir gucken mal gerade hier, langsamer Lerner, das wäre egal, stark erhöht, 7 Stärke, der könnte gut aufräumen, oder die Ader. Wissenschaft gesenkt wäre egal, Kreativität erhöht, Dekorationsmoralbonus gesenkt. Stärke und Graben ist auch nicht schlecht, ne? Und hier haben wir, kann Forschung Aufträge prüfen, wäre egal, kann Kochen Aufträge, wäre auch egal. Nahrungsmoralbonus erhöht, no taste. Landwirtschaft, Medizin, Graben. Hm, das wäre jetzt nicht so. Also ihn hier, den würde ich jetzt mal gerade favorisieren, ne? Fürs Graben, weiß ich nicht, wir haben doch keine Gräber, oder? Graben macht doch irgendwer, oder? Nee, doch, für Ellie ist da Fachmann drin, ne? 8. Okay, ne, dann brauchen wir keines mehr graben. Brauchen wir eins zum Aufräumen, ne? Stopp, mal das erst zu. Sieben Stärke. Aufräumgeschwindigkeit und Tragkapazität erhöht. Das Aufräumen bräuchten wir eigentlich, ne? Ich tendiere dazu, den zu nehmen, aber die Entscheidung lasse ich euch. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und gucken gerade noch in die Forschung und machen da auch in der nächsten Folge. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video teilen. Ich warte auf eure Antworten. Bis dann. Ciao.